Wer sehen will, wie sehr sich dieses unser Land auf einem wirklich absteigenden Ast befindet, der musste jetzt eigentlich nur einmal nach Frankfurt zum dortigen Hauptbahnhof schalten. Viele von euch wissen wahrscheinlich, was dort passiert ist. Und ich umschreibe es einmal so. Da wurde quasi eine Szene aus der Serie Four Blocks, die durchaus erfolgreich im Öffentlich-Rechtlichen lief, Realität. Jeder, der möchte, kann sich diese Szene mittlerweile auf X angucken. Unzensiert, ungeschnitten. Und wenn das die neue Realität hier in Deutschland ist, na dann Prost Mahlzeit. Auf jeden Fall tragen auch die Behörden und die Politiker maßgeblich daran schuld, dass dieses Land immer weiter eruiert. Und das zeigt jetzt zum Beispiel auch eine Dienstanweisung für die Bundespolizei, die jetzt gestern einmal geleakt worden ist. Und wenn das, was dort drin steht, wirklich der Wahrheit entspricht, dann können wir letztendlich alle unsere Koffer packen. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, könnt ihr euch noch an dieses Spiegelcover hier erinnern? Das ist vom 25. Oktober 2023, in der Bundeskanzler Olaf Scholz großmündig ankündigt, dass wir ja nun mehr abschieben müssten. Habt ihr davon noch mal irgendwie etwas gehört? Nichts, oder? Wohl doch, wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wahrscheinlich, wenn ihr in Thüringen, in Sachsen oder in Brandenburg wohnt, dann werdet ihr in der letzten Zeit sehr häufig davon gehört haben. Aber das könnte unter Umständen auch damit etwas zu tun haben, dass in diesen drei Bundesländern ja nun Wahlen sind. Denn wie sehr das hier alles heiße Luft ist, welches die Politiker, die dafür verantwortlich sind, produzieren, das zeigt zum Beispiel auch die Einlassung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Denn im selben Zeitraum verkündete Innenministerin Faeser, dass sie die Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen für weitere 2 Monate verlängern werden würde. Und nicht nur das. Sie stellte sich zu diesem Zeitpunkt als durchaus durchsetzungsfähige und starke Innenministerin dar. Also jetzt mal abgesehen vom Kompaktverbot, was eher ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Aber zu dem Zeitpunkt, und wir sprechen jetzt zu diesem Zeitpunkt, da machte sie einen auf harten Hund. Das zeigte sich auch während der Europameisterschaft. Denn während der Europameisterschaft, da gab es hier in Deutschland Grenzkontrollen und, wie man hier sehen kann, durchaus mit Erfolg. Und danach? Danach hieß es auch von Seiten der Bundesinnenministerin, dass diese Grenzkontrollen jetzt wie beantragt bei der EU bis, ich glaube, Oktober und einmal Dezember fortgeführt werden. Also die Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Und danach? Danach ist wieder vorbei mit Grenzkontrollen. Aber jetzt unabhängig von dem Bericht, den ihr gerade gesehen habt über den Erfolg der Grenzkontrollen, haben diese Grenzkontrollen denn wirklich etwas gebracht? Also im großen Stil, wie Bundeskanzler Olaf Scholz es auf dem Spiegelcover auch angekündigt hat. Denn neben den Abschiebungen im großen Stil gehört es ja eigentlich auch mit dazu, erst gar nicht, sagen wir mal, Menschen ins Land zu lassen, die eigentlich nicht ins Land dürften. Dann müsste man sie am Ende auch nicht wieder abschieben. Ja, nee, gebracht hat das letztendlich gar nichts. Denn wie die Welt jetzt berichtet, die illegale Migration hier nach Europa ist auf einem neuen Höchststand. Ungefähr 380.000 Menschen haben 2023 europäischen Boden betreten. Davon sind 266.000 direkt nach Deutschland weitergereist. Das war nicht nur über 2/3 aller Menschen, die hier in Europa angekommen sind, sondern das war auch eine Erhöhung von über 1/3 nur auf Deutschland bezogen zwischen den Jahren 2022 und 2023. Und bei der Durchsetzung von Grenzkontrollen, da ist ja die Bundespolizei für zuständig. Also der ehemalige Bundesgrenzschutz, der dann umbenannt worden ist in Bundespolizei, die ja nicht nur für die Grenzen, sondern auch für die Flughäfen und für die Bahnhöfe verantwortlich sind. Na, Bahnhof, Anfang, klingelt's? Alles klar. Naja, auf jeden Fall, da wiederum gab es nun anscheinend einen Leak. Und zwar eine Veröffentlichung einer
de facto Dienstanweisung an die Bundespolizei in Niedersachsen. Und jetzt, wenn dieser Brief wirklich wahr ist und ich gehe von dem Wahrheitsgehalt dieses Briefes durchaus aus, dann, ja, dann wissen wir auch, warum das letztendlich wirklich alles nur heiße Luft ist, was hier Politiker von sich geben. Und ich zitiere einmal wortwörtlich aus dieser de facto Dienstanweisung. Wenn sich der Betroffene weigert, in das Flugzeug zu steigen, beziehungsweise auf eine andere Art versucht, sich der Abschiebung zu widersetzen, in Klammern aktiver, passiver Widerstand, kann dieser auf freien Fuß gesetzt werden und eigenständig zu der ihm zugewiesenen Unterkunft zurückreisen. Stellt euch mal vor, diese Anweisung würde auch bei der Durchsetzung eines Haftbefehls drinstehen. Wenn der zu Verhaftende sich der Verhaftung widersetzt, dann darf der Verhaftende auf freien Fuß gelassen werden und dann darf er auch wieder gehen. Das ist das, was da drin steht. Das ist das, was da drin steht. Das ist eine Anweisung. Und dann fragt man sich, warum das hier irgendwie alles mit den Abschiebungen nicht klappt. Warum das irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht unter Kontrolle zu kriegen ist. Weder die illegale Migration, noch alles, was damit dazugehört? Nee, das wundert mich ehrlich gesagt dann gar nicht mehr, wenn Beamte hier in Deutschland solche Anweisungen verfassen. Und dann wundert es mich auch gar nicht mehr, dass letztendlich Politiker eigentlich nur ankündigen und wirklich Ankündigungsweltmeister hier in Deutschland sind. Vor allem, was das Thema illegale Migration hier anbelangt. Denn mein Fazit bei der ganzen Geschichte ist, der eiserne Kanzler Otto von Bismarck sagte ja, es wird nie so viel gelogen wie vor einer Wahl während des Krieges und nach der Jagd. Und genau das sehen wir hier auch momentan in Deutschland. Das heißt, dieses Zitat, was nun wirklich über 100 Jahre alt ist, das hat immer noch Bedeutung und das hat immer noch einen wahren Kern, vor allem hier in Deutschland. Und egal, welcher Politiker nun davon schwadroniert, dass wir hier im großen Stil ausweisen müssten, letztendlich, und das werdet ihr genauso gut wissen wie ich, ist dies alles nur heiße Luft. Denn diejenigen, die unser Land verlassen, die tun es meistens auf freiwillige Art und Weise. Und dann nehmen sie auch ihr Wissen, ihr Know-how, ihr Kapital und ihre ganze Familie mit. Weil sie sich in einem anderen Land dann doch eher wohler fühlen als hier in ihrer ehemaligen Heimat. Und von daher, meine Lieben, ich werde nachher, also sprich um 12 Uhr heute, auf Twitch mit diesem Thema ein wenig weitermachen, ein bisschen tiefer ins Detail gehen, ein bisschen weiter schauen, wie sich das alles entwickelt hat, wo wir eigentlich hergekommen sind und wo wir jetzt gerade stehen, was es mit dieser de facto Dienstanweisung auf sich hat. Und so weiter und so weiter. Also würde mich freuen, wenn ihr nachher um 12 Uhr auf Twitch einschalten würdet. Und gleichzeitig wird dieser Stream auch hier auf YouTube ausgestrahlt, allerdings auf meinem Zweitkanal. Also falls ihr da zuschauen möchtet, würde mich auch sehr freuen. Ansonsten, ihr kennt es, wünsche ich euch allen noch einen wirklich, wirklich tollen Tag. Ich wünsche euch beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.